Thinking ist der Prozess, der dem reinen Programmieren vorausgeht und der sich darum dreht, möglichst die perfekte Lösung im Kopf schon mal vorzuzeichnen. Ja, nicht nur im Kopf, sondern man malt sie dann auch auf Papier. Aber Design Thinking ist der kreative, vorgelagerte Prozess, bevor es dann eben darum geht, eine Lösung wirklich zu entwickeln. InnoGym steht für Spaß. Spaß. Spaß, auf jeden Fall. Challenge. Begeisterung. Kreativität. Grenzen kennenlernen. Die Nacht durchmachen. Planung. Neue Freunde. Stress. Einzigartig auf jeden Fall. Innovation. Design und Kaffee. Dann, wenn es in die Nacht hineingeht, glaube ich, dann werden die Teams ein bisschen an ihre Grenzen stoßen. Das wird man merken, da wird man ein bisschen müde sein, dann wird es spannend, wer übernimmt welche Aufgaben. Kämpfen. Kämpfen. Wach bleiben und Schlaf, ja. Programmieren. Ja, genau. Jetzt ist es ein bisschen stressig, langsam mit der Vorbereitung für diese Pitch-Presentation. Und ja, aber ich bin guter Dinge, dass wir Erster werden. Wir haben hier ein junges Unternehmen, das genau in der Richtung Geschäfte machen möchte, wo wir glauben, dass in Zukunft österreichische Unternehmen Unterstützung brauchen. Es wird gerade im Bereich von KMU in Zukunft eine Welle kommen von Implementierungen im Bereich Enterprise Resource Planning, also moderne Technologie für Unternehmen im betriebswirtschaftlich-technischen Bereich. Das Unternehmen setzt auf die neuesten Technologien. Wir machen das auch mit unserem ERP Competence Center. Und daher ist es ein guter Grund, mit einem modernen Unternehmen zu kooperieren. Wir als Fachhochschule können durch diesen InnoGym innerhalb kurzer Zeit wirklich viel modernes Know-how für uns auch selber generieren. Das heißt, wir sind gezwungen, uns mit den Entwicklungsumgebungen auseinanderzusetzen und werden das relativ schnell, also wahrscheinlich nächstes Sommersemester, schon in der Lehre einsetzen. Die ganze Folie.